Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir sind immer noch an der gleichen Stelle. Es ist ein bisschen heller, muss ich sagen. Ich habe nämlich noch einen neuen Kaffee gemacht. Das sah jetzt mal krass aus. War das jetzt... Das war von der Bewegung, glaube ich, ne? Wie das Weiße hier zurückgeht. Aber es war keine Strömung hier rüber. Also ich befürchte, dass wir das nicht schaffen werden, tatsächlich darüber zu gehen. Ich denke mal, dass hier irgendwie noch eine Brücke gebaut wird. Wir versuchen es aber trotzdem mal. Nee, wir sind doch jetzt schon viel zu tief. Können wir denn hier irgendwas erkennen? Weil wenn hier ja auch noch Nester sind, dann müssen wir auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise noch dahin kommen. Wo bin ich denn jetzt? Moment. Hallo? Wo bin ich denn jetzt? Aktiviere das Stromtor. Hä? Bin ich jetzt noch im Eingangsbereich? Da ist wieder so eine Tür. Da waren wir doch noch nicht, oder? Hallo? Hilfe? Wo bin ich? Ich brauche Orientierung. Das ist das, wo ich nicht hingekommen bin, glaube ich. Nee, ich bin jetzt nicht auf der Rückseite. Hä? Wieso, wenn man stirbt, wieso kommt man dann hier aus? Ja. Ich habe keine Ahnung. Die Logik verstehe ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Aber wenn ihr auf die Seite rauf wollt, dann lasst euch einfach sterben. Okay. Ich bin jetzt etwas verwirrt gerade, aber okay. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Da geht's noch hoch. Mal gucken, ob ich jetzt hier noch irgendwas finden kann. Eieieiei. Oh, das ist ja nur noch Jump'n'Run hier. Oh, ich habe dieses Spiel geholt, weil ich eben kein Jump'n'Run gerade machen wollte. Okay, also da war ich eben. Das ist dieses Ding in der Mitte. Da müssten wir mal gucken, ob wir eventuell auch noch was zu lesen da finden. Habe ich mich jetzt erschrocken. Das war mein Begleiter, den ich gerade gehört habe. Oh, Gottchen. Okay. Erstmal hier gucken. Das ist wahrscheinlich, denke ich mir mal, von beiden Seiten das Gleiche. Ne? Da liegt auch nichts. Ne, da liegt auch nichts. Okay. Okay. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt so gut weiterkommen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Ich nehme das mal so hin. Frage ist, kann ich da so hochklettern, weil das so abgebrochen ist? Ne, das kann ich gar nicht mehr, ne? Muss ich dann tatsächlich hier mit... Oh Gott, das kann ja schon nichts werden. Jetzt haben wir da unten natürlich nicht geguckt. Gucken aber erstmal alles, was ganz oben ist. Dann können wir das unten ja danach machen. Alter. Oder auch nicht. Wir gucken erstmal unten nach. Wenn wir schon mal hier sind. Okay, also hier ist auf jeden Fall nichts. Hätte man mir aber auch im Vor... Ich habe beim Sprung, habe ich schon noch gedacht. Wäre vielleicht besser, wenn ich dahin gleite, weil das sieht nicht so aus, als ob man da so einfach rüberspringen kann. Und ja, das war es dann letztlich auch. Oh. Ich kriege hier irgendwann einen Herzinfarkt heute. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ah. Was ist denn da? Achso, das waren die... Wo ich geangelt habe, glaube ich, da hinten, oder? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich sehe hier auch keine Nester oder so. Also ich befürchte eher, dass sich das alles gar nicht lohnt, hier hochzuklettern und alles. Ich kann ja auch nicht mehr hochklettern, vom abgesehen. Hm.
Jetzt stehe ich hier fast ganz oben und habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Da unten auf dem Bogen können wir theoretisch auch noch raufgehen. Komm ich da von hier aus ran? Aber ist nichts drauf, ne? Ich dachte, vielleicht ist hier irgendwas, aber... Also ich wage mal zu behaupten, dass es hier keine Eier mehr gibt oder sowas. Was haben wir denn hier? Dafür haben wir einen mysteriösen Schatz gefunden. Nö, das ist ja auch schon mal was. Okay. Das ist die Tür. Das ist hier. Kommen wir... Oh, wo kommen wir da hin? Kommen wir... Moment, Moment. Dann kommen wir aber nicht dahin, wo wir hier hinkommen, oder? Nee, dann kommen wir da ganz unten hin. Und da gibt es auch was zu lesen. Ha, war meine Vermutung dann doch richtig mit dem Lesen? Da könnten wir theoretisch hoch, ja. Da hinten bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, da war jetzt nichts zu lesen auf der anderen Seite. Aber wir schauen trotzdem mal nach. Weil wenn, dann will ich natürlich auch nach Möglichkeit alles finden. Das sollte klar sein. Hier kommt man jetzt nicht mal hoch, oder was? Doch. Bringt uns noch nichts. Na gut. Aber sonst hat er keine Probleme. Okay. Haben die hier auf der Seite auch sowas? Ne, sieht nicht danach aus. Dann gehe ich mal hier auf die eine Seite runter. Weil da war auf jeden Fall was, wenn ich es richtig gesehen habe, zum Lesen. Oh. Aber sonst geht's noch, ja? Ich wollte eigentlich nicht so springen. Okay. Da war nichts. Da in der Ecke ist auch nichts. Da müssen wir ja immer ein bisschen gucken, ne? Ich wollte gerade sagen, aber das ist jetzt hier eine Etage tiefer. So, Silberschwingenstudie 500. Die Praktikanten sind gegangen, doch ich und einige Mitglieder des Seniorteams sind noch übrig. Des Seniorteams. Okay. Sie haben Goldflügel mitgenommen, die größte und älteste Silberschwinge, die wir kannten. Ich vermute, sie haben eine Art Wagen daran befestigt und das Exemplar hat sie an die Oberfläche gebracht. Keiner von ihnen, einschließlich Goldflügel, ist zurückgekehrt. Ich bezweifle, dass die neueste Ladung Eier ohne ihre Mama schlüpfen kann. Ach, deswegen. Ich denke, unsere Studie ist vorerst beendet. Wir werden beharrlich bleiben, solange wir können. Okay. Dann gucken wir jetzt doch nochmal auf der anderen Seite. Ob da nicht auch noch was... Nee, aber da ist kein Altar und nichts. Ich glaube, da liegt nichts mehr. Nee. Na gut. Okay, dann... Denke ich mal, dass ich alles hier habe. Ich bin mir nicht sicher. Die nächste Frage wäre dann noch zu klären... wie komme ich denn da wieder hoch? Das war auch noch zu klären, Moment. Ja. Genau. Genau das habe ich erwartet. Dass der dann wieder blockiert und man nicht richtig springen kann, so wie jetzt. So, dann sind wir wieder hier. Die Frage ist jetzt... Also ich kann jetzt hier, denke ich mal, nichts mehr machen. Wenn ich jetzt hier durchgehe... Komme ich hier aus? Okay. Wieso kann ich jetzt mit ihr wieder reden? Ich habe eine Notiz über Goldflügel gefunden. Der seltene und noch legendäre Goldflügel? Erzähl mir mehr. Er ist die älteste Silberschwinge, die die Menschen kannten. Wow, die anderen Silberschwingen müssen von ihm abstammen. Ich frage mich, ob es die Eier hier gelegt hat.
Ja, so wie ich es verstanden habe, ja. Wo sind die anderen denn jetzt hin? Oder sind die jetzt... Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Jetzt bin ich ganz raus. Ah. Hä? Leute, ich will nur wieder zurück. Hallo? Ich will doch nur wieder zurück. Nee, nicht zurück zur Bahari-Bucht. Ich will wieder zurück dahin, wo ich gerade war. Ja, ernst jetzt, oder? Oder bin ich hier durch hingekommen? Ich glaube, ich bin hier durch. Spring doch mal. Ah, ja, 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 okay. Oh, hab ich gerade Panik gehabt. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, hier auf der Seite, das hat ja nicht geklappt, ne? Oder wie war das? Da kam ich nicht rum. Aber ich wollte da noch was nachgucken. Also hier, das funktioniert immer noch nicht. Aber ich wollte was nachgucken. Und zwar haben wir dann ja später festgestellt, dass ein paar von den Strömungen nach unten gucken. Die geht zum Beispiel nach oben. Ist die Frage, muss ich da hoch? Wenn ich von ganz oben... Na, ich glaube, ich muss das von ganz oben machen, oder? Bin mir nicht sicher. Die Richtung. Ja, jetzt sehe ich auch die Strömung von hier oben, ja. So. Wir hatten ja das Problem. Also hier rum kamen wir noch. Genau, das war nämlich jetzt eine Strömung, die nach unten zielt. Da ist jetzt die Frage, ob wir dann nicht... Moment. Da ist eine, die nach rechts zielt. Ob wir nicht auf die Plattform eventuell drauf können, ohne dass wir da durchfliegen. Aber wenn da unten eine Strömung ist, die so nach rechts hoch geht, dann stelle ich mich jetzt... Stelle ich mir jetzt... Erstmal die Frage... Kann man die ausnutzen? Weil da hinten, das sieht mir auch so nach Strömung aus. Ah, okay. Kriege ich die erwischt? Die, ja, aber ich weiß nicht, ob ich die alle erwischt kriege. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay. Ja, cool. Die ist kaputt. Nein, nicht runterfallen. Oh. Ich habe ein Ei gefunden. Spring mir da nicht runter, Schätzchen. Okay. Die sind aber nicht irgendwie in den Büschen versteckt oder so, ne? Mal gucken, kann ich das benutzen? Ah, ich kann es benutzen. Yes. Unterhalte dich mit Eloisa. Okay, die ist aber nicht hier. Hm. Na gut, da muss ich wahrscheinlich wieder zurück, um mich mit der zu unterhalten. Das werde ich jetzt aber nicht tun. Weil ich erstmal wissen möchte, was hier sonst noch so ist. Darauf zu kommen, müssen wir vermutlich höher gehen. Aber wir gucken natürlich jetzt erstmal hier überall, ob wir noch was anderes finden. Oh, da hinten ist eine Truhe. Oh. Was bist du denn? Uraltes Strömungsinsekt. Okay. Gut, dass das nicht weggegangen ist. Ich wollte eigentlich nur die Kiste haben, aber ist in Ordnung. Da
Da oben komme ich nicht hin, oder? Das sieht man so, obwohl, wenn ich da hochkomme, könnte ich vielleicht auch da hinten hinkommen. Ja, kein Thema. Gucken. Das schaffe ich eh nicht. Hui. Könnt mich alle mal. Dann ist der hoffentlich dafür da, dass ich da hinten hinkomme. Hallo? Okay. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier ganz nach oben? Irgendwo hier vorne bin ich angekommen. Das sieht mir aber zu hoch aus, oder? Ja, natürlich habe ich das nicht. Das sieht mir noch höher aus. Hier bin ich mir nicht sicher. Ja, aber es backt mal wieder. Ah. Dein Ernst jetzt? Ich war oben. Oh. Ja, dann halt nicht. Wenn das hier so verbuggt ist, dann muss ich gucken, dass ich woanders hinkomme. Hier kommst du gar nicht rum. Schön. Ah. Das ist ein Triple. Okay. Oh, Moment mal. Ja, natürlich falle ich da runter. Was auch sonst. Okay, dann springe ich doch lieber von oben runter. Sagen. Aber noch ganz knapp. Na? So, sehr schön. Dann haben wir den auch schon mal. Da kommen wir vermutlich nicht hoch. Oh, doch. Gut, da will ich jetzt gleich mal gucken. Hier wollte ich aber auch mal eben gucken. Ah, das war's pink. Ach, ist das wieder so ein Viech hier? Vielleicht brauchen wir die ja noch. Es sind sogar mehr. Reichen sogar die normalen für. Perfekt. Okay, drei Stück haben wir jetzt. Ich habe keine Ahnung wofür. Ich vermute, dass das irgendwie mit den Silberschwingen zusammenhängt. Steakgericht, uralte Schatzkiste. Noch einer. Hä? Nee, die respawnen hier wieder. Ach. Nee, oder? Echt jetzt? Ich habe jetzt 5 Stück. Wenn ich jetzt hier nochmal eine Runde drehe. Nee, wie geil. Okay, also wenn ich die brauche, weiß ich zumindest, wo ich sie herkriege. Ist das geil. Karte haben wir ja nicht, ne? Nee. Da muss ich jetzt noch hoch. Die Frage ist, muss ich hier noch irgendwo anders drauf? Nee, sieht nicht so aus. Dann machen wir das. Achso, doch, da hinten war da was zum Klettern eigentlich. Ich weiß nicht. Ah, doch, das geht aber noch. So, die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt hier... Oh, hallo, wieso kletterst du hier hoch? Du sollst einfach nur weitergehen. Habe ich hier hinten schon geguckt? Ich glaube nicht, ne? Hm.
Da müsste ich quasi da und dann... Ich weiß nicht, ob ich dann da hinkomme, aber wir versuchen es auf jeden... Oh, da oben ist auch schon wieder so ein Ding. Wir versuchen es auf jeden Fall mal. Ja, das hat dann mal so gar nicht funktioniert. Sind das eigentlich alles die gleichen gewesen? Das sind alles die gleichen gewesen, okay. Boah, hier sind ja ganz viele von den Viechern wieder. Soll ich die alle mitnehmen? Ich weiß es nicht. Also von den anderen Dingern musste ich 5 haben. Würde ich sagen, ich nehme hier noch 2 mit. Mit 10 müsste ich ja auf jeden Fall auf der richtigen Seite sein. Wenn wir die überhaupt brauchen, ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich auch später wieder hier hin, um die dann irgendwie zu farmen für irgendwas. Keine Ahnung. Was ich gut finde, auf jeden Fall, dass sie nicht abhauen. Also nehme ich mal an, dass die Teil von der Quest sind. Moment. Von da unten müsste ich eigentlich... Nee, Moment, von da hinten muss ich... Oh, jetzt verwirrt mich hier doch nicht total. Das heißt, ich muss auf das rauf, ne? So. Dann muss ich da hinten auf das andere. Falls das überhaupt funktioniert. Was es natürlich nicht tut. Danke dafür. Das ist aber echt blöd gemacht mit diesen Strömungsdingern. Es ist halt, man kann die nicht vernünftig treffen, ne? Ich meine, hier unten, das hat noch funktioniert, aber hier oben... Bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt von hier aus... Ich meine, ich war ja direkt in der Linie. Die Frage ist, muss ich da überhaupt hin? Also wenn ich jetzt von hier aus darüber springe, denke ich mir mal, wird das nicht funktionieren. Ich könnte mich da natürlich draufstellen, aber ganz ehrlich, das wird so nicht funktionieren. Ja, das nimmt der noch nicht mal an, um da überhaupt hinzukommen. Also vergiss es komplett. So, ich sollte aber mit Eloise erstmal sprechen. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Oder auch nicht, weil ich keine Ahnung habe, wo ich gerade bin. Moment. Da hinten müsste sie ja eigentlich stehen, ne? Wenn sie jetzt nicht wieder woanders hingelaufen ist. Aber natürlich ist sie woanders hingelaufen. Oh, Leute. So. 2 Eier haben wir noch. Das heißt, 2, 4, 6, 7 haben wir jetzt hier drin. Achso, steht ja auch da oben. Ach. Ah, da hinten ist noch ein Tor, aber da sollte sie nicht stehen. Ja, wo ist denn Eloisa jetzt? Oh Gott. Eloisa, wo bist du? Ich habe hier 20.000 gefühlte Portale. Aber keine Ahnung, wo du bist. Die ist ja mal mitgekommen, ne? Mit irgendeinem Portal. Aber wohin? Das ist die große Frage. Da unten steht sie auf jeden Fall nicht. Oh, ist das jetzt so gewollt? Wenn ja, kann ich nur sagen, ich verstehe jetzt überhaupt nichts mehr. Ach so, ach, ich bin da auch doof, ja. Das ist aber das Portal wieder zurück nach Hause. Moment. Ja, genau.
Also, aus welchem Grund auch immer, die ist jetzt hier oben. Da war sie vorhin, meine ich, nicht. Da sind jetzt alle. Oh, Leute, ganz ehrlich. Das ist so unlogisch hier. Was hältst du von diesem Ort? Er ist spektakulär. Sieh mal, die Windmühlen locken uralte Strömungsinsekten an. Ich kann nicht glauben, dass sie echt sind. Doch eigentlich kann ich das. Was ist ein uraltes Strömungsinsekt? Wenn meine Theorien stimmen, sind sie ein symbiotisches Wesen, das eine psychische Verbindung zu Silberschwingeneiern hergestellt hat. Ihre Hinterteile geben reine Strömungsenergie ab und die Hitze kann auch Chapar Masala auf die genaue perfekte Temperatur kochen. Ernsthaft? Vielleicht müssen wir uns die psychische Energie der Strömungsinsekten zunutze machen. Die physische, glaube ich, oder? Wenn wir einige der Strömungsinsekten fangen und sie zum Nest bringen könnten, könnte es den Sensor auslösen. Hier, nimm diese, die werden dir helfen. Jetzt gibt die mir Rauchbomben. Danke. Danke. Ich habe meine guten jetzt dafür verschleudert. Ich habe die Insekten gefangen. Wunderbar, wunderbar. Es ist faszinierend, sie aus der Nähe zu betrachten. Vielleicht kann Kaleri einen davon als Leselicht behalten. Rosa Licht ist gut für die Fantasie. Es wird perfekt für sie sein, meinen Bericht über die magischen Fähigkeiten der Silberschwingen zu lesen, sobald ich recht behalten habe. Ja, rosa Licht kann vielleicht, weiß ich nicht, gut für die Fantasie sein, aber es macht auch die Augen. Naja, kaputt will ich nicht sagen, aber es ist nicht so gut für die Augen. Ich bringe die hier zurück auf die Hauptinsel. Wir sehen uns dort. Trust no one. Krabbeliges Rätsel, zurück zu Eloisa. Ich habe aber für Zeki, glaube ich, was, ne? Ich habe diesen massiven Goldfisch gefunden. Wow, das sieht genau wie das aus, was ich in meinem Laden verkaufe. Was? Du denkst, ich habe das Design von einer uralten Menschenzeichnung kopiert, die ich in einigen Ruinen gefunden habe? Weil ich es nämlich getan habe. Trotzdem, ich wette, einer würde das gerne kaufen. Der Kerl versteht so gar nichts von Geld. Ja gut, es ist ein Roboter, ne? Was soll er auch davon verstehen? Gut, wenn ich das jetzt nehme, komme ich dann wieder zurück? Ja, dann komme ich wieder bei den Eiern an. Das ist gut. Aber sie ist immer noch nicht wieder zurück. Zurück zu Eloisa. Wenn ich jetzt rüberfliege, kommt die dann nach hier? Weil das ist doch alles irgendwie sehr... Platziere Ei kann ich nicht. Habe ich jetzt noch die... 6 Stück wollte sie haben, okay. Ja, pass auf, dann machen wir das so, dass ich nochmal darüber fliege. Es kann sein, dass sie dann zurück ist. Also das ist alles so... Sie sagt, sie geht zurück und dann geht sie nicht zurück. Das ist halt ein bisschen blöd. Nee, sie steht immer noch hier. Ja, ich habe was gefunden, aber bringt uns natürlich nichts. Also sie hat gesagt, sie geht zum Hauptnest, glaube ich, zurück, oder? Konnte man das nicht irgendwo hier nachlesen? Oh, sammle 4 verschiedene Arten von Insekten. Das kann ich jetzt abgeben mit denen von hier? Ja, das ist ja cool. Nee, warte mal. Bereit zum Abgeben? Beweis der Magie. Ich brauche noch einen Beweis. Ach du Schande. Und 5 Spenden. Okay. Angeheftet. Ich weiß nicht, warum die das jetzt angeheftet haben. Das ist das mit den Silberschwingeiern. Okay, das können wir ruhig lassen. Zurück zu Eloisa. Ja, das ist ja jetzt ganz toll, aber... Ja, ich habe was gefunden. Warte mal, kann ich dir das geben? Nee.
If only you open your eyes. Trust no one. Ist doch irgendwie verbuggt, oder? Es kann ja nicht so gewollt sein, dass sie dann... Sie hatte ja gesagt... Das wollte ich ja gucken, ob ich das nachlesen kann. Aber anscheinend kann ich das nicht nachlesen. Sammlung. Hm. Ja, ich hab's, aber ich kann es halt nicht abgeben. Oh, ist das blöd. Da komme ich gar nicht rum. Moment. Ich probiere mal, ob ich so zurückfliegen kann. Aber dann steht sie ja auch nicht da. Also das... Da kommt es offenbar nicht drauf an. Ich habe hier noch so ein Ding. Wenn ich jetzt damit reisen würde... Dann bin ich hier. Das ist das mit den Strömungen. So. Ja. Kommt sie aber trotzdem nicht. Also, oder ich muss tatsächlich nochmal ein so ein Ding fangen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Gefangen habe ich die auf der Seite eben, oder? Da war ich ja als letztes. Ich fange jetzt einfach nochmal so ein Ding. Einfach ist gut. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Oh, das ist ja alles so verwirrend. Also ich meine, so von Insel zu Insel komme ich noch. Ach, da hinten. Moment, da musste ich hier hochklettern, glaube ich, erstmal. Ja, es war so klar. Oh, Leute. Na? Okay, das funktioniert. Oh, hatte ich das schon gelesen? Nee. Silberschwingen, Studie 425. Heute schlug jemand vor, die Silberschwingen zu trainieren, um einen Wagen von uns zur Oberfläche zu tragen. Die größte Silberschwinge in der Anlage ist sicherlich stark genug, um das zu schaffen. Aber ich fürchte, was sie dort unten entdecken könnten. Es sind fast 200 Tage vergangen, seit wir hier feststecken. Ich sehe nicht mehr die Lichter der Zivilisation durch die Wolken locken. Es gibt nur noch Dunkelheit an ihrer Stelle. Unsere Leute, sie könnten wirklich weg sein. Okay. Das war die Seite, wo ich nicht durchgelaufen bin, oder? Da hinten ist übrigens auch noch so ein Viech. Komme ich vielleicht einfacher ran, als wenn ich jetzt hier komplett hochkletter und so. So. Ob das jetzt hilft, weiß ich nicht. Ich meine, da steht ja schon zurück zu Eloisa, deswegen... Kann ich mir das schwer vorstellen. Respawnen die hier auch nochmal? Ah ja. Da sie vier braucht, werde ich jetzt einfach nochmal vier fangen. Ob es dann nicht mehr so verbuggt ist oder ob das gewollt ist und irgendwo ein Trick dahinter steckt, den ich halt nicht erkenne, das ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ich will auch jetzt die Folge nicht zu sehr überziehen. Ich probiere das jetzt noch einmal. So. Dann ist natürlich noch die Frage. Da darf ich nicht hin. Da komme ich wieder zurück. Ach, danke, ehrlich.
Dann ist natürlich noch die Frage, können wir auch mit... Achso, ja, das ist ja Eloisa, mit der wir dann sprechen müssen. Nee, jetzt muss ich mit Kaleri sprechen. Wieso muss ich jetzt mit Kaleri sprechen? Hä? Greetings. Ich habe eine Notiz über die Stärke von Silberschwingen gefunden. Ach so, das war gar nicht für Eloisa. Lass mich raten. Der eines normalen Vogels? Sie können einen ganzen Wagen heben. Hm. Vielleicht ist das doch überdurchschnittlich. Trotzdem ist es nicht so übertrieben, wie Eloisa es beschrieben hat. At least try to be more respectful of my time. Tja. Ich kann es Eloisa aber immer noch nicht abgeben. Und ich weiß nicht warum. Moment. Nee, sie hatte mir ja nur die... Was hatte sie mir jetzt... Nee, sie hatte mir Rauchbomben gegeben, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht... Nee, die hier, gewöhnliche Rauchbomben, die hatte sie mir gegeben, glaube ich. Aber ich muss sie doch jetzt nicht damit fangen, oder? Das Problem ist, wenn ich mich auslogge, komme ich hier nicht mehr rein. Also dann muss ich den kompletten Weg wieder nach hier zurücknehmen und ich weiß nicht, ob ich dann mit ihr reden kann. Es ist halt abgeschlossen, das krabbelige Rätsel. Nur ich kann halt nicht mit ihr sprechen, weil sobald ich mit ihr spreche, sagt sie nur, ich habe das Gefühl, du hast etwas gefunden. Das ist ja toll. Aber... Hast du etwas Interessantes gefunden? Ja, ich habe die Dinger hier, sollte ich in der Hand haben. Gut, ich habe jetzt die Rauchbomben in der Hand. Nee. Also ich habe keine Ahnung, warum es nicht funktioniert, ganz ehrlich. Ich muss auch noch 3 Eier finden. Ich krieg schon die Krise, wenn ich daran denke, dass ich jetzt in dieser ganzen Gegend quasi alles nochmal ablaufen soll. Um nochmal 3 Eier zu finden. Und theoretisch müsste ich auch nochmal 4 Beweise insgesamt finden. Also einmal für Eloisa noch und 3 für Kaleri. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich die finden soll oder wo ich noch hingehen kann. Oder ich habe ja noch dieses Portal, also 2 Portale, glaube ich, die ich ja auch nicht aktivieren konnte. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich denke, dass das eventuell was mit den Portalen zu tun haben könnte, dass man da dann noch weitere Beweise oder so finden könnte, vielleicht auch weitere Eier. Aber warum das mit dem krabbeligen Rätsel nicht funktioniert, ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Deswegen, ich werde jetzt mal erstmal die Folge hier cutten, die ist ja sowieso schon extrem lang geworden. Und dann werde ich mal im Internet schauen, ob es da irgendwo einen Hinweis gibt, dass das verbuggt ist eventuell. Wenn ja, was man da machen kann. Ja, und wenn ich nichts finde, weiß ich nicht. Dann muss ich nochmal schauen. Dann werde ich wohl die nächste Folge starten. Und werde dann nochmal ein bisschen rumlaufen. Werde das Ganze dann aber zusammenschneiden, denke ich mir mal. Dass man dann ungefähr weiß, wo ich hingelaufen bin. Kann man dieses blöde Ding hier nicht einfach irgendwie abschalten. Das ist total nervig. Flüstern. Das ist aber nur, was ich... Das steht nicht, was ich... Es sind 0 Spieler in der Nähe. Ja, aber die nerven mich die ganze Zeit damit, dass hier irgendwas drin steht. Ah! Tab-Taste kann ich auch nicht drücken. In der Nähe. Achso, das ist das, wo ich reinschreiben kann. Das ist ja toll. Bringt mir aber nichts, wenn trotzdem alle anderen hier irgendwie mit reinkommen. Keine Ahnung. Wenn ihr da einen Tipp zu habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ganz ehrlich, es nervt mich aktuell ein bisschen, weil ich bin sowieso schon genervt, weil ich jetzt hier mit der Quest nicht weiterkomme. Und ich weiß ganz genau, wenn ich mich jetzt auslogge und nochmal einlogge, bin ich halt wieder bei mir zu Hause, so wie immer, wenn ich mich einlogge. Und ja, muss den ganzen Weg erstmal wieder nach hier wieder hinfinden. Ja gut, die Ruinen waren unten rechts, das weiß ich noch. Aber ob ich da noch wieder hier hinkomme, das ist die Frage. Ja, ich versuch's erstmal so und
Ansonsten muss ich mich wirklich nochmal aus- und wieder einloggen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.